Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal. Ich muss mich mal anlehnen. Hi! Wie ihr gerade gesehen habt, hier Garage ist ja im vollen Gange. Hattet ihr letzte Woche schon gesehen und jetzt wollte ich mit euch einfach mal weitermachen. Wir machen jetzt folgendes. Wir schmeißen jetzt auf den Tisch hier einfach mal einen Zollstock, um rauszufinden, wie groß der ist. Und wir haben schon rausgefunden, wie groß der ist. Das sind 2,65 Meter mal 2 Meter, genau bis zu der Kante von der Heizung. Da die Dinger 60 tief sind und 2,60 lang sind, würden uns da also 5 cm fehlen. Das heißt, wir nehmen eine Platte von hier nach da 2,5 Meter und nehmen eine Platte von da nach da 2 Meter. In der Mitte ein Anschlussprofil, das Ganze ein bisschen Silikon und schön gemacht. Und dann wird das hier quasi die neue Garagenecke. Ich fahre jetzt im Baumarkt. Ich habe nämlich einen Gewerbeschein, weil ich bin YouTuber und selbstständig. Und dementsprechend kann ich mit meinem Gewerbeschein einfach im Baumarkt fahren und die Platten holen. Das mache ich jetzt. So. Ich habe noch ein paar USB-Platten mit dazu besorgt, dass die da hinten noch mit an die Wand können. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Wie ich persönlich finde, ja nicht so schlecht. Ich gehe mal hier in die Flucht, dass man das mal sieht. Ist auf jeden Fall mega, mega mäßig viel Arbeitsplatz jetzt im Vergleich zu vorher. Die im Baumarkt hatten mir noch so ein Anschlussprofil dazu gegeben. Leider war das nicht die richtige Stärke. Das war einfach ein paar Millimeter zu wenig stark. Also das hier war nicht lang genug. Das da. Naja, und habe mich dann dazu entschlossen, eine ordentliche Silikonnaht hier lang zu ziehen. Und die ich finde, ziemlich in Ordnung aus. Also finde ich fast sehr noch besser als mit dem Anschlussprofil. Also ist wirklich sehr, sehr ordentlich geworden. Gefällt mir richtig gut. Jo, also ihr könnt ja mal schreiben, ob euch das so gefällt. Mir gefällt es auf jeden Fall ziemlich gut, weil man jetzt hier auf jeden Fall mega gut arbeiten kann. Ihr seht ja, also so finde ich, kann man da ziemlich, ziemlich gut arbeiten. Ich habe mal eine Frage, vielleicht habt ihr da einen Plan. Da ich ja solche relativ günstigen Schwerlastregale genutzt habe als Unterkonstruktion für die Werkbank, habe ich jetzt überlegt, ob ich mir hier oben einfach, oben und unten, wie so Anschlussprofile hinmache und dann vielleicht noch Türen einbaue. So, das ist halt 90 breit und dann könnte man 45er Türen einbauen, so und so, zum Auf- und Zumachen. Dann sieht das Ganze noch ein bisschen ordentlicher aus. Jetzt gerade ist halt alles offen. Hat den Vorteil, man kommt halt immer an alles ran. Aber wiederum den Nachteil, dass es relativ unordentlich aussieht. Und hier hinten gibt es noch ein Wandanschlussprofil. Da muss ich mir noch was ausdenken, weil natürlich die Maße nicht immer hundertprozentig gepasst haben. Wie ihr seht, das ist so eine kleine Kante unter dem Holz. Liegt daran, dass die Decke krumm und schief ist, wie ihr da oben auch seht. Also ja, die Hölzer sind mit der Handkreissäge abgesägt. Das heißt, also so ja, mit so einer Schiene, dass man halt gerade sägen kann. Und ich musste aber zum Teil an der Wand da oben zum Beispiel, die ist so krumm, dass ich halt ein bisschen mit der Stichsäge nacharbeiten musste und da war ich nicht ganz so präzise. Deswegen denke ich mal, dass ich unten und oben noch so Anschlussprofile ranbaue. Und wie gesagt, die Wand soll, eigentlich finde ich sie ganz hübsch, das wäre so eine typische Wand für einen Kalender, für sowas. Und wenn man sowas da ranhängen könnte, da so, dann wäre das natürlich auch ganz sexy. Ist einfach eine schöne weiße Wand, da könnte man auch irgendwas anderes noch mitmachen und dann diese Wand komplett als Werkstatt-Werkzeugwand zu lassen. Ah ja, muss ich mir noch überlegen. Da hinten ist mein Rennkalender von Zaptechnics. Wie ihr seht, 2021 steht wegen Corona noch nicht ein einziger Termin drin. Normalerweise ist der voll, in jedem Monat, in jedem Wochenende sind normalerweise, sage ich jetzt mal, irgendwelche Veranstaltungen, irgendwelche Rennen eingetragen. Das ist jetzt in dem Fall noch nicht so. Naja, aber so grundsätzlich habe ich auf jeden Fall auch andere Sorgen und andere Themen hier gerade, die dran sind. Und ich denke mal, das ist doch recht verständlich, dass ich vor allem erstmal das Haus und vor allem auch mein Training jetzt erstmal in den Vordergrund stellen muss, weil ach, der letzte Monat oder die letzten 2 Monate hier mit dem Haus und mit der Renovierung und so, war halt alles recht viel Stress und ein bisschen viel Bier. Und dann habe ich dummerweise auch noch angefangen, die ein oder andere Zigarette wieder zu rauchen. Für alle, die mich schon lange kennen, warte mal, so seht ihr mich ja nicht. Für alle, die mich schon lange kennen, ich habe früher sehr, sehr viel geraucht, habe dann fitnesstechnisch irgendwie vor 4 Jahren komplett aufgehört zu rauchen. Und jetzt war einfach irgendwie viel Stress und dumm wie ich bin, habe ich einfach wieder angefangen. Da liegen sie. Jegliche Scheißkippen geht mir eigentlich ein bisschen auf den Sack. Naja, daraufhin werde ich mir jetzt direkt mal eine anmachen.
Und dann ist die Woche auf jeden Fall dran, Fitnesstraining und so. Und jetzt reicht es aber für heute im Grunde genommen. Hier kommt aber im Anschluss jetzt noch was, also nicht wegschalten. Kurze Werbung und dann sehen wir uns weiter mit einem der Bikes. Bis gleich. Na, so kann man doch arbeiten. Geil, Alter. Oh, ich bin begeistert. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Irgendwie habe ich das Gefühl, auf Videos sieht die Werkstatt viel kleiner aus, als sie ist. Ach, so können wir aber arbeiten. Einen wunderschönen guten Morgen nochmal. Ja, willkommen zurück hier zum Video. Jetzt machen wir ein paar Kleinigkeiten. Ölwechsel und Co. Los geht's. Ey, back on deck on my fly shit. Really on, really on my shit. Pay some respect to my mindset. Hair blowing smoke, catch a contact. Niggas really mad, they can't stop us. Back on the scene, young conscious. Always been me, young poppin'. I ain't really here for the gossip, nah. So, die Standard-Luftfilter-Geschichte. Luftfilter ist dreckig. Jetzt in dem Fall nicht mega dreckig, aber durchaus dreckig. Rinn in den Reiniger und dann sauber machen. Und danach, ihr seht hier, die Fäden. So sollte so ein Luftfilteröl, wenn es ordentlich abgelüftet ist, kleben. Danach macht man quasi, wenn der wieder trocken ist, den neuen, geil, das neue Luftfilteröl in dem Eimer wieder hier drauf. Damit fangen wir jetzt an. So, meine lieben Freunde, das ist das Zeug. Rock Oil Factory Echo Foam heißt das. Das soll deshalb der Game Changer sein, weil das nicht mehr mit einem Reiniger ausgewaschen werden muss, sondern weil man das einfach unterm Wasserhahn auswaschen kann. Das ist halt so bio. Water washable, easy to use, steht extra drauf. Und wenn ich schon mit Rock Oil zusammenarbeite, haben wir uns gleich gedacht, wir nehmen auch von Rock Oil, der Partner ist DT1, direkt die passenden Filter. Das heißt, zwei nagelneue Filter für die Saison und ein paar Flaschen davon, damit auch der Luftfilter immer schön sauber ist. Das Ganze habe ich wie immer, ihr kennt mich, hier unten in der Videobeschreibung verlinkt. Finde ich auf jeden Fall zumindest mal testenswert. Ich gehe mal davon aus, dass das gut funktioniert. Habe da bisher auch schon den ein oder andere Feedback so von anderen Leuten gelesen. Soll genauso gut funktionieren wie der, lösemittelhaltige Fett. Bloß halt mit dem Unterschied, dass man es einfach unter Wasser abwaschen kann, was natürlich ein mega Gamechanger ist. Du hast diese ganze Handschuh-Reiniger-Eimer-Geschichte, hast du einfach nicht mehr. Ich würde trotzdem einen Eimer, so einen kleinen, benutzen, um mit aufzutragen, weil man auf jeden Fall sonst davon zu viel verbraucht. Man muss nicht so viel verbrauchen, wenn man einen Eimer hat, dann reicht so eine Flasche. Zumindest je nachdem, wie viel man fährt, so eine halbe bis zu so einer ganzen Saison. Deswegen nehmt euch einfach einen Eimer, da könnt ihr das hinterher nämlich so ein bisschen auswringen und drin massieren und dann läuft einfach das Öl unten drin. Gut, wir nehmen jetzt also unseren neuen Filter und massieren das ein. Falls ihr keinen Eimer habt, behaltet euch die Tüten, kippt das Zeug in die Tüten und massiert mit der Tüte das Zeug ein und klebt euch das dann oben zu. Dann habt ihr einen frisch geölten Filter, der so ja abgelüftet ist und fertig zum Verbauen. Und den zweiten Filter, den bauen wir jetzt einfach direkt ein. Los geht's. Ich habe erstmal den Eimer hier noch sauber gemacht und jetzt benutzen wir das zum ersten Mal. Also ich meine, ich erzähle euch ja nichts Neues, ne? Also das Filter einfach einjauchen und dann ist gut. Ist ja wirklich keine Kunst. Aber ich bin gespannt. So,
So sieht er also aus, der fertig geölte Filter, fast wie vorher. Also eine Sache kann ich euch schon mal sagen, so vorab, leider könnt ihr das nicht riechen. Aber das ist jetzt, fühlt sich auf jeden Fall nicht so an, wie so eine krasse Chemiekeule, wie das andere Öl und der andere Reiniger. Aber man sieht es auch, das zieht jetzt auch nicht so eine krassen Fäden. Also ihr hört, das klebt schon ganz ordentlich, das Zeug. Und das sollt ihr auch, das sollt ihr genau das sollt machen, nämlich dass der Dreck an dem Öl kleben bleibt. Es klebt, zumindest jetzt, wenn es nicht abgelüftet ist, noch nicht so krass. Wir warten jetzt mal noch eine Weile und gucken mal, wie das Ganze aussieht, wenn das quasi ein bisschen abgelüftet ist. Aber so insgesamt wird es schon seinen Job machen, denke ich mal. Sieht erstmal ganz gut aus. So, die Handschuhe sind jetzt so ein bisschen abgelüftet und das klebt schon sehr, sehr ordentlich. Also vielleicht könnt ihr das sehen. Ja, also das klebt schon. Wenn das jetzt noch mehr ablüftet, dann wird dieses Öl sicherlich nicht schlechter funktionieren als jedes andere Öl. Also das ist auf jeden Fall erstmal jetzt nicht so schlecht. Top. So, und wenn wir schon dabei sind und mit Rock Oil arbeiten, dann tippen wir natürlich auch das Guardian Motorcycle Premium Öl von Rock Oil in die EXC, 800 ml davon, und dann geht's los. Also, wir sind soweit erstmal fertig. Update, Garage, Werkbank, Motorrad, Service, Luftfilter, Öl. Meine Fresse, ist mir warm. Und Motorrad ist auch geputzt. Jetzt kann es also losgehen mit der neuen Saison. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, meine lieben Freunde. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.